Ja, der Europacup ist die zweithöchste Rennserie, die es gibt. Wir haben 17 Nationen am Start, unsere Nachbarländer natürlich, aber auch, ich sage mal, Kanada, Japan ist da, China ist da. Also wir haben wirklich eine tolle Mannschaft, schon fast wie im Weltcup. Summa summarum muss man sagen, dass im österreichischen Snowboard-Team bei den Damen und bei den Herren sehr, sehr viele Kärntner sind. Und die kommen alle aus diesem Bewerben heraus, die die Kärntner Sparkasse von der ersten Stunde an gesponsert hat. Today is perfect for racing. It's quite hard. There's not much snow, but the snow that we have for racing is perfect. That's the point. Icy snow and flat slope is a good point for this competition. Ich bin Dritter geworden, ich bin super happy damit und ja, danke auch an die Organisatoren für das super Rennen. Organisation is well done and yeah, I'm really happy. Es ist Top-Elite, viele Weltcup-Fahrer, die gesamte russische Mannschaft. Sehr zufrieden mit meiner Leistung heute, es war sehr stark besetzt auch das Rennen. Heide hat auch schon einen Europacup gewonnen und jetzt wieder. Also es ist auf jeden Fall eine aufsteigende Form und ich hoffe, der Schwung wird jetzt auf die Tour. Ich bin sehr zufrieden eigentlich, wie es abgelaufen ist. Also ich glaube, es sind alle anderen zufrieden und besser wird es im Europacup definitiv nicht mehr. Und ich glaube, dass sich die Simmernhöhe immer mehr so als Snowboard-Mittelpunkt für Kärnten herauskristallisiert.